Hallo Leute, ja, ich bin Chloe und ich bin heute zu Besuch auf dem schlechtesten Reiterhof in meiner Nähe. Und ja, ich habe die Rezensionen auf Google gefunden und die waren wirklich nicht so gut. Wenn ich noch ein paar Rezensionen finde, kann ich sie euch jetzt gleich mal einblenden. Aber ja, bevor es losgeht, grüße ich noch drei Leute. Also, bevor das Video losgeht, grüße ich Lissy Hashtag Pferdehof, dann Mystery Wolf und Phoenix Hashtag Lauf. Also, liebe Grüße gehen raus an euch drei und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Nonnynator und dann werdet ihr mit etwas Glück im nächsten Video gegrüßt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Ja, ich habe jetzt gerade noch auf meinem Handy geschaut und ich habe noch drei Rezensionen gefunden, die wirklich sehr schlecht sind. Also insgesamt hat dieser Reiterhof nur 1 von 5 Sternen, das ist sehr, sehr wenig. Und dieser Reiterhof hier hat 100 Bewertungen, also ja, da ist wirklich sehr schlecht bewertet worden. Und jetzt blende ich euch nochmal die drei Rezensionen ein. So, ich stehe hier jetzt schon am Eingang und ich würde mal sagen, wir gehen rein. Also hier drinnen sieht es echt unordentlich aus. Auf dem Boden hier liegen einfach verschiedene Halfter und das sieht nicht gerade gut aus. Ich weiß hier nicht, was da drin vorgefallen ist, aber irgendwie wirkt das auf mich ein bisschen schlampig. So, hier sind dann noch die Pferde. Und die sehen eigentlich ganz gepflegt aus, was mich ein bisschen erleichtert. Aber was mir hier gleich auffällt ist, dass die Pferde überhaupt kein Wasser haben. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Was ich auch gerade gesehen habe, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Hier fehlt außerdem noch so eine Tür. Und ja, das finde ich auch ziemlich, ziemlich blöd. Wenn man hier weitergeht, sieht man erstmal so ein Schlachtfeld, aber da vorne ist jetzt so eine Frau, die putzt ein Pferd und deswegen filme ich hier jetzt nicht weiter, weil ich nicht will, dass man die auf dem Video sieht und ich würde mal sagen, ich komme später wieder zu diesem Punkt zurück. Jetzt sind wir an diesem Punkt hier angelangt und hier liegen wirklich einfach Heugabeln, Mistgabeln und so rum und hier liegt auch ein kaputter Eimer. Ich verstehe halt auch nicht, warum man das nicht wegräumt, also der ist wirklich kaputt und ja. Ich habe da echt keine Ahnung. Das hier scheint eine Art Putzplatz zu sein, aber hier liegt einfach eine umgedrehte Putzbox rum und ganz viele Putzsachen. Die Stange, wo man die Pferde anbindet, ist unter anderem auch hier irgendwie rausgebrochen aus der Verankerung. Eigentlich gehört die da hoch und ich habe keine Ahnung, warum man das dann so lässt. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also eigentlich müsste das so aussehen wie auf dieser Seite. Ja, also ich bin wenigstens froh, dass sie auf dieser Seite dran ist. Dann wollen wir mal einen Blick ins Innere werfen. Oh mein Gott, hier sieht es auch wirklich grauenvoll aus. Also da hinten liegt erstmal ein Halfter und ja, hier auch. Und überall liegen einfach Sättel rum. Ich verstehe das gar nicht. Wie kann sowas passieren? Und hier, hier und auf diesen Seiten hier sind jeweils noch so Aufhängdinger für die Sattel. Und ich verstehe dann halt nicht, warum man die Sättel nicht einfach daran aufhängt. Oder halt so drüber macht. Ich kapier's nicht. Aber naja. Wir gehen mal zum Reitplatz. Vielleicht finden wir da irgendwas Gutes. Also da hinten stehen jetzt zwei Personen. Ich weiß nicht, ob ich die unkenntlich machen muss. Ja, das ist so eine Reitlehrerin. Und ihr seht, die haben kein richtiges Hindernis, sondern da stehen einfach so Zaunteile rum. Und ja, was mir auch noch auffällt, ist, dass das Mädchen viel zu groß für dieses Pony ist. Und ja, ich kapiere das einfach nicht. Es sieht so aus, als hätten die nicht genug Geld, um sich richtige Hindernisse zu leisten. Aber dann doch lieber keine Hindernisse und dafür nicht so ein komisches Holzteil. Ich meine, das ist blöd und außerdem kommt das Pony doch da noch nicht mal richtig drüber. Das ist viel zu klein dafür. So, komm, komm, treiben, Lucy, treiben! So, und jetzt die Sporen einsetzen, Sporen! Und richtig die Füße dran, mach mal! Ihr habt ja gesehen, dass die Leute hier relativ komisch drauf sind. Der Reitunterricht scheint auch etwas seltsam abzulaufen. Und ja, wir gehen mal weiter zu dieser Kammer da hinten.
Das hier scheint so eine Art Putzkammer zu sein. Und hier ist irgendwie auch alles durcheinander. Die ganzen Putzkörper liegen hier rum. Dann ist hier noch ein Sattel. Dann ist diese Sattelhalterung auch aus ihren Ankern gebrochen, was ich auch relativ schade finde. Und ich frage mich, warum man das nicht repariert. Und das sieht einfach nur traurig aus. Auch hier sieht man, wie so ein Futtersack umgefallen ist. Und ja, das kann ja mal passieren, aber ich frage mich wirklich, warum hier das niemand aufräumt oder wie es dazu gekommen ist. So, die Frau, die da vorhin ein Pferd geputzt hat, die geht gerade. Und ich würde sagen, wir nutzen jetzt mal die Chance und ich zeige euch das ganze Durcheinander hier mal ein bisschen. Also hier liegen überall Möhren rum, Äpfel und andere Dinge. Unter anderem hier eine Schubkarre und so eine Kiste, so wie sie da vorne steht. Hier ist es dann noch einigermaßen verhältnisweise sauber, also im Gegensatz zu der anderen Sattelkammer da hinten. Und ich denke, eigentlich könnte das ein ganz schöner Platz sein, aber ich verstehe einfach dieses ganze Durcheinander hier nicht. Also eins ist sicher, wenn ich ein Pferd hätte, würde ich dieses garantiert nicht hier unterstellen. Hey, du da! So, Kleine. Jetzt würde ich mich mal gerne über eine Antwort freuen. Warum schnüffelst du hier rum? Du gehörst hier nicht auf den Hof, du reitest hier nicht. Was verschlägt dich dann hierher? Naja, ich könnte aber auch den Tierschutzverband rufen. Dann könnten die vielleicht mal sehen, unter welchen Umständen hier die Pferde gehalten werden. Manchen Pferden geht es gut bei euch auf dem Hof. Da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber in dem einen Stall habe ich gesehen, da gibt's überhaupt kein frisches Wasser. Ich will ja nichts sagen, aber Pferde brauchen frisches Wasser. Und außerdem ist es hier auf dem Stall auch nicht sicher. Hier liegen kaputte Eimer und irgendwelche Mistgabeln. Was ist, wenn da ein Kind rumläuft und, naja, drüber stolpert? Dann ist es verletzt. Und? Toll, ne? Und wer haftet dafür? Genau, sie. So, jetzt reicht's mir. Ganz ehrlich, Kleine, du kannst ja eh nichts ausrichten. Das ist mein Hof. Und jetzt bitte ich dich, ganz gepflegt deine Schnauze zu halten und zu gehen. Dankeschön. Ja, ich verschwinde gleich. Aber davor will ich noch sagen, ich denke, wenn dieser Reiterhof ein bisschen mehr aufgeräumt wäre und viele kaputte Dinge hier einfach repariert werden würden, dann wäre das wirklich ein toller Reiterhof. Denn er liegt einfach in einer wunderschönen Gegend und es wäre schade, ihn einfach so aufzugeben oder ihn einfach so verfallen zu lassen. Denn ich muss sagen, die Rezessionen, die sind sehr berechtigt. Aber ich denke, wenn man vieles hier ändern würde, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, und vielleicht etwas mehr investieren würde, gerade in den Reitunterricht, also mehr Lehrer mit Pferdekenntnis, dann richtige Hindernisse etc., dann wäre das alles viel besser. Und nicht gerade die größten Kinder auf die kleinsten Ponys draufsetzen. Das geht gar nicht klar. Und ich denke, dann würde dieser Hof echt schön werden. So, das war's jetzt. Und ich hoffe, Sie denken mal ein bisschen über meine Worte nach. Tschüss dann. Ja, das war mein Besuch im schlechtesten Reiterhof in unserer Nähe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Und ich fand halt wirklich, dass dieser Reiterhof eigentlich sehr schön sein könnte. Aber irgendwie hat man aus diesem Reiterhof was komplett Schlichtes gemacht. Und ich denke, wenn man halt wirklich viele Sachen ändern würde, die ich gerade angesprochen habe, wäre das wirklich ein toller Reiterhof. Aber so ist er wirklich nur schlecht und ich würde, wenn ich ein Kind hätte, es nie hier reiten lassen. Oder ich selber würde hier auch nicht reiten wollen. Und ja, keine Ahnung, aber ich werde vielleicht in einem Jahr hier nochmal vorbeischauen und gucken, ob sich was geändert hat. Bis dahin würde ich mal sagen, tschüss und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja, Leute, und zum Ende dieses Videos wollte ich mich auch nochmal kurz zu Wort melden. Und zwar weiß ich, dass dieses Video sehr übertrieben war, also sehr übertrieben dargestellt. Und ja, das Ganze war nicht mehr so eine kleine Parodie. Aber es gibt wirklich Reiterhöfe, in denen es so ähnlich aussieht, also alles dreckig, dann zu große Kinder auf den kleinen Chattys, dann Leute, die mit Spuren reiten, aber gar nicht mit Spuren reiten können, dann eigentlich Reitlehrer, die überhaupt nichts mit Pferden am Hut haben, einfach nur dort unterrichten, weil sie günstig sind und ja, damit sie wenigstens irgendwelche Reitlehrer haben. Ich habe auch schon so eine ähnliche Erfahrung gemacht, also auf einem Reiterhof, aber das war jetzt nicht so krass, aber halt auch ziemlich schlecht.
Und ich wollte es halt nur mal so ein bisschen thematisieren. Jeder Reiterhof kann sich auch verbessern, aber natürlich gibt es halt gute und weniger gute Reiterhöfe. Und dieses Video war ein bisschen übertrieben mehr. Aber ja, ich hoffe, ihr habt die Message dahinter so ein bisschen verstanden. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Tschüss!